Aus den machtvollen Vorstößen unserer Panzer- und Infanterieverbände im südbelgischen und luxemburgischen Raume hat sich eine beweglich geführte Abnutzungs- und Begegnungsschlacht entwickelt, die vom Gegner ungeheure Material- und Menschenopfer fordert. Wo unsere Soldaten sind, ist auch Feldmarschall Model. Immer wieder ist es der starke Einsatz der Panzerwaffe auf beiden Seiten, der in den OKW-Berichten besonders erwähnt wird. Eine Stadt ist zurückerobert. Zusammengeschossene Packstellungen und Fahrzeugansammlungen in den Straßen. Die Kämpfe brachten den Amerikanern hohe blutige Verluste. Diese drei Worte sagen mehr als ein ganzes Buch. Deutsche Verstärkungen rollen heran. Aufgeweicht und zerfahren sind die Waldwege. Aber diese Männer haben schon andere Schwierigkeiten hinter sich gebracht. Über 1600 Panzer haben die Amerikaner bisher eingebüßt. Das sind ein paar davon. Diese Grenadiere haben sie geknackt. In den Ardennen und den weiten Flächen des belgischen Raumes. Verschossene Panzer und vernichtete Lastensegler, die eingeschlossene Feindgruppen Material bringen sollten. Große Teile der amerikanischen und britischen Luftwaffe werden an der Westfront zur Entlastung eingesetzt. Bombenteppiche überziehen das Land mit Rauch und Feuer. Feuer aller Flakwaffen reißt in die Feindgeschwader immer wieder Lücken. Abschuss! Deutsche Jäger schwenken zum Angriff ein. Der Kampf der Flieger hinterlässt seine Zeichen am Himmel. Unsere Panzerspitzen sind nach Überwindung starken feindlichen Widerstandes in ein Dorf eingedrungen, haben an einer Straßenkreuzung eine amerikanische Panzeransammlung erwischt und in schwerem Kampf völlig vernichtet. In den frühen Morgenstunden des 1. Januar holt die deutsche Luftwaffe zu einem Schlag gegen die feindlichen Flugplätze im holländisch-belgischen Raum aus. Geschwader von Schlacht- und Jagdflugzeugen starten. Im Tiefflug auf die startbereiten amerikanischen Maschinen. Flugzeuge gehen in Flammen auf, Tanklager und Munitionsdepots explodieren. Unter rücksichtslosem Einsatz werden im Alarmstart aufgestiegene amerikanische Jäger und 4 motorige Maschinen angegriffen und 80 von ihnen zur Erde geschickt. Eine Lightning unmittelbar vor dem Absturz. Staffel Feindbomber wird in wenigen Sekunden verschlagen.